Ich bin nur gerade aufgestanden, ein bisschen aufgewacht, jetzt sind wir mittlerweile 9, ne? Ups. Ja. Dann ich mir jetzt mal an. Ja, es ist für mich ungerecht. Ich habe keinen Bock. Ich bin in Ferien. Und ich stehe. Aber ich bin auch total eingeschlafen. Egal. Und ziehe mich jetzt an. Zeige aber, ich werde. Weil ich anziehe, weil ich weiß halt schon, was ich anziehe. Also danach leuchte ich mich hier hin und gucke weiter TikTok und dann mein erstes Bett. Mein Kissen ist irgendwie platte Flunder, platt gedrückt, ne? Ja, so ist es ja, wenn das komplett platt ist. So, Becher. Ja, darüber möchte ich nicht reden. In den Bauch. Okay, jetzt ziehen wir uns an. Okay, also einmal ziehe ich diese hellblaue Jeans hier an. Dann mein schwarzes Puffer-Top. Und diesen Pulli, weil den hat ein Linchen auch. Dann sind wir nämlich im Partnerlook. Und die hat nämlich auch die hellblaue Jeans, also eine ähnliche. Und dann haben wir halt ein paar Sachen gekriegt. Und, oh, ich zieh mich jetzt. Oh. Ich zieh mich jetzt um. Okay, den Pulli habe ich jetzt noch weggelassen, weil es ziemlich warm hier drin ist. Ich muss noch als Kamera drin, weil sonst wird noch hier nichts. Okay, also so sieht das jetzt hier aus. Einfach, das ist halt ein Dreierpack gewesen, weiße. Und eine dunkelblaue und diese hellblaue Hose, wie es von H&M. Einfach pink-weiße Socken. Keine Ahnung mehr. Das Top ist von Ernst Jeans. Und diese Pullis sind von Amazon. Die Uhr ist auch von Amazon. Die Hülle ist von Apple. Und die Brille ist von Eisenmann. Nicht, also ich trage diese Hose fast nie, weil die hier so einen beschissenen Fleck hat, aber den sieht man gar nicht. Wo wir ganz nah drauf sind. Und ich muss jetzt erstmal mein Bett machen. Ich weiß nämlich noch nicht wie, weil ich habe seit gestern ein neues Bett, ein großes Bett. Und habe das gestern nur so provisorisch irgendwie gemacht. Halt die Bettdecken vernünftig, aber. Weil gestern war ich mit einigen, hatte ich halt nur eine Tagesdecke rübergelegt. Und heute Nachmittag kommt auch noch mein Freund, also einigen kam eine Stunde früher, er kommt um 15 Uhr, sie kommt um 14 Uhr. Ich mach mein Bett jetzt mal, ich versuche es zumindest. Ich schmeiß jetzt erstmal alles auf den Fußboden. Ich fange nicht einfach an, einfach erstmal auf den Fußboden. Ich muss das ganze Bett zurück. Ich habe halt zu viele Kissen, ne? 1, 2, 3, 4, ich zähle jetzt auch mit, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Und dann werde ich fast diese Kissen, ich habe hier so eine Unterlage, weil ich habe so ein Talent, das zu verschütten. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, was früher diese Killerunterlage und habe mal mit dieser Leute gemacht. Ich verschütte immer gerne so ein Tee-Ufo-Bett, um das Thema drauf zu haben. Und das will Mama nicht. Warum mache ich eigentlich eine Decke hier drüber, wenn die Decke genauso aussieht wie mein Bettbezug? Das ergibt keinen Sinn, Laura. Du lässt die jetzt ab und kannst das als Tagesdecke. Ich kann so
sowas nicht. Lebt ihr jetzt nebeneinander? Ja, warum noch so? Sie hat zwar ein bisschen im Bett gezogen. Ja. Nicht Bettlaken, sondern. Und wir haben hier ein weißes Bettlaken geholt, ein richtiges Bettlaken, kein Spannbettlaken. Aber hier ist ein pinkes drauf. Wir können halt auch welche einfach in dunkelgrau holen. Und ein weiß. Okay, für mich halt noch ein Pink. Also, nein. Bruder, brauchst du diese Bettgröße halt? Nicht so. Meine Mutter hat das Problem, dass mein Vater auch nur so ein kleines Bett. Weil die haben bei meinem Glück, bei meinem Großeltern, weil mein Vater bei der Bundeswehr war. Und die haben nicht mehr an der Bundeswehr gewohnt. Da mein Vater schon volljährig war, ist schon mein Vater. Ist mein Großeltern oder Mutter gezogen. Oder für professionell. Also. Aber ich habe mir den anderen auch keinen Hintergrund. Das ist auch bei mir. So. Wenn der nicht richtig durchgekommen ist, ist eine halbe Stunde gefahren. Oha, seit wann kann ich so gut Betten machen? Ah, das wird auf Klassenfahrt jetzt noch gespielt. Klassenfahrt muss mir Limo und Betten machen, wo ich in der Grundschule auf Klassenfahrt war. Also gucken wir mal, ob wir das vernünftig hinkriegen. Weil auch total bescheuert ist, aber. Weil ich kann das. Also, vernünftig machen kann ich jetzt nicht wirklich. Aber halt so. Die Bettdecke bis Bett geschmissen, hab das auf allen Seiten reingesteckt und Kopfkissen mitgeschoben auf das Bett. Ich hab halt noch ein Blüten gehabt, so. Das ist nicht mehr dramatisch, so. Meine alte Tagesdecke passt nämlich nicht mehr. Ich kenne jetzt irgendwie die von meinen Eltern, aber ich weiß nicht, wo die ist. Meine Eltern mitbringen. Dann werden sie mehr, sie werden doch sowieso wieder scheiße. Und wir haben morgens ein Mittagszimmer. Ich habe es halt auch aus, wie ich ein Mittagszimmer und von der Schule nach Hause komme, weil wir mit dem Mann das halt. Dann liegt das halt ein Mittagszimmer. Dann benutze ich auch immer Wäsche. Weil manchmal bringe ich meine Wäsche morgens einfach nicht mit in der Schulzeit. Das ist nicht viel rein. Du machst das halt erst um Mittags, und dann wollen wir die schon gefunden. Und schon Schatzsuche dann meinst. Und das Zimmer muss halt wirklich auf der Schatzsuche gehen. Also in meinem alten Zimmer. Das ist das alte Schatzsuche von meinen Eltern, deshalb wusste ich nicht, passt auch ein großes Bett rein, weil die hatten zwar wieder mal zwei Meterbett hier drin stehen. Dann passt ja auch 1,40 mal 2 Meter hin. Ein gutes und ein bisschen nützlich. So, wie sieht das jetzt aus? Und ich höre jetzt auf den nächsten. Ach komm, mach ein bisschen meine Wundschuhe. Noch ein bisschen unordentlich hier. Ja. Das ist meine wunderbare Tür. Meine Eltern haben da jetzt noch von hinten gemacht, wo sie es mal gekriegt haben. Komm, schieß nicht mal ganz rein, aber grüß dich. Das war ja auch nicht so hoch angelegt. So. Jetzt sieht die von innen aus. Schön mit einer Mattfolie. Hinter der Tür steht nochmal die Lu-Urbanase. Der kommt nach hier oben aufgestellt. Dann haben wir einen 4er Knacksregal, wo noch ganz viel Krimskrams drauf steht. Hier Kabelkisten,
wo Handwerker noch mit drin sind und sowas. Ja, halt meine ganzen Schulsachen sind da drin. Dann hier ist mein Kleiderschrank, der ist von Ikea. Auch genau wie das Kaderkrieger. Da oben stehen halt so ganz viele Sachen, so ganz viele Krimskramskisten, aussortierte Kisten, Bastelsachen, Weihnachtsdeko, Motorradhelm, mein Maskottchen. Ja, hier bin ich, hi. Und mein kleiner, hier so, das ist mein alter Schulranzen und sowas. Kleiner Schrank ist im Moment mal leer. Und hier habe ich noch, ja, ich schon jetzt mal mit meiner Mutter mehr im kleinen Schrank aufstehen, aber weil meine Oma die Tür rausgelassen hat. Muss mein Vater machen, weil hier steht jetzt eine Kiste vor und der ist auch auf Arbeit. Umsortierte Klamotten, ich muss noch mal durchgucken. Aber meistens halt Schnurhosen bis da oder so. Krimskrams-Sachen, Sachen, die Aileen nimmt. Mein Fenster, meine Heizung. Ein Tritt, keine Ahnung, warum der da steht. Das Regal kommt noch da über mein Bett. Neben das andere Regal muss ich die Lichterkette abmachen und um Bein rumwickeln. Ist auch wieder geil. Diese LED-Kette. Dann steht hier ein kleines Regal, das ist von Poco. Von Poco. Also hier kommt das pinke Regal. Hier kommt das weiße Regal hin. Also das da. Dann der Stuhl. Der ist von Ikea. Meine wunderbare Puppe. Schminktisch, bitte ignorieren, was da alles drauf ist. Ich muss das noch weitermachen, das mache ich gleich, wenn ich das gegessen habe. So. Eigentlich müsste ich da sogar drei liegen haben. Ich habe da sogar noch eins, aber die Stecker ist schon meine Uhr, das ist besser auch hier. Shaking the building, you're crazy, you're sick on my head, ambitious. Baby, it's nothing holding me back. You can't be blessed to sit around and make you say to me, maybe we might be serious. Baby, it's nothing holding me back. Keiner TikTok-Tanz. Maybe I can start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I'm over and over crazy. You sick on my head, I'll get you. Baby, it's nothing holding me back. You take me places to tell where I'm amazing station. The nebulae might be seeming. Baby, it's nothing holding me back. Holding me back.
auch und ich habe jetzt hier zwei LAN-Kabel. Okay, also das ist jetzt freigekommen, das ist egal. Weil du musst das Regal ja festhalten und dann da reinbohren. Bei dem Teil ist es einfach, du bohrst eine Schraube rein und musst nur anhängen. Guck mal, wie viele Löcher hier schon sind. Waren drei Stück drin und dann hängt ein Bild. Geil. Hier war einmal eine Schraube durch. Hier und hier. Genau, dann haben wir das hier auch umso. Ja, aus. Ich mach das jetzt einmal schnell und dann ist es vorbei. Weil du musst das Regal ja festhalten und dann da reinbohren. Bei dem Teil ist es einfach, du bohrst eine Schraube rein und musst nur anhängen. Guck mal, wie viele Löcher hier schon sind. Waren drei Stück drin und dann hängt ein Bild. Geil. Hier war einmal eine Schraube durch. Hier und hier. Genau, dann haben wir das hier auch umso. Ja, aus. Ich mach das jetzt einmal schnell und dann ist es vorbei. A, B, C, F, U, when your mom and stand up, when you broke the sky, then it should be yours. Ich hab das nicht geschraubt gehabt. Das nicht so ganz gepasst, ja. Weil es passt. Ich bin schon nicht voll. Ich hätte auch erst ein Kreuz bezahlt, aber das ist auch wieder ein Stern durch. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Jetzt an. Ist das eine TikTok-Playlist oder so? Das ist ja nur TikTok hier. Was ist das? Kommt da rein. Den Kasten geht.
Schmecken haben, weil ich es nicht auf dumme Ideen zu machen will. Und du hast das, ne? Er mag kein Geschirr anziehen. Komm. Komm einmal Hals an. Halt man nicht so schön. Du kannst deiner Mutter vertrauen, sie ist doch auf deiner Seite. Geh mal runter, Opa gibt mir die Gassi. Er mag es nicht, weil er früher als Kind, also wo er noch im Bett war, hatte er ein Geschirr, da ist weit und da ist noch alles, ne? Dicky. Und dann hatten wir halt ein Geschirr, weil die uns so schlecht beraten haben, dass seine Brustwarze hier unten aufgeschleudert hatte. Also hier auf Zwischen. Und dann hat ihm das halt richtig weh getan und dann musste er halt so einen Moment kriegen, die gebrannt haben an der Haut und alles, weil es gespritzt wurde. Und deswegen. Papi, alles gut. Mein Baby. Ich hab Marke keine Geschirre. Alles besser. Auf dem Markt runter, weil es mir nicht besser ist. Ja, hey, ich muss aufgrund bei mir. Nur Spielzeug. Nur Spielzeug. Nur Spielzeug. Muss der nur Spielzeug? Oh Gott, wie das. Und der Buggy muss der mal verarztet werden, hm? Der muss verarztet werden, oder? Soll ich das mal nachher machen? Ich hier, so ganz jung, sind die jungen Menschenzahl von mir. Weiß nicht, was. Wo? Komm her. Weiß nicht, was, wo, meine Zahnlose ist. Ah, ich hab mich schon ein Zahnchen gekostet. Muss ich mal durchsetzen. Dein ganzes Hörspielzeug, das ist viel zu viel. Ich hab doch direkt hier meine Taste rein, also der kleine. Der große Ikon, der kann ja noch helfen, weil er kann hier aufs Bett so. Candy Kugel kommt auch immer. Nee, es kommt Food-Teil. Ich hab's nicht gedacht, aber das war ein Unfall. Das war trotzdem unprofessionell. Dennis, ich wollte einfach nur meine Taschen umsetzen. Muss man genießen, du? Ich rede davon, dass du ständig Streit mit ihr suchst. Ich suche keinen Streit. Doch, das tust du. Begegnung wird das im Hintergrund durch. Ich weiß nicht, was alles abgelaufen ist. Es ist vorbei. Ihr beide seid Profis, du und Jana. Ihr müsst darüber sprechen. Es kommt schlechte Zeit oder alles, was zählt. Ich verstehe einfach nicht, warum ausgerechnet sie unsere neue Choreografin sein muss. Weil sie perfekt passt. Gehen wir spazieren. Und Simone und ich haben uns einige Alternativen angeguckt. Was wir brauchen, ist eine Symbiose aus Freestyle, Show und klassischen Elementen, was unkonventionell ist. Deswegen haben wir uns für Jana entschieden. Und wenn du uns endlich mal vertrauen würdest und dich darauf einlässt, könnte es richtig geil werden mit euch beiden. Ich weiß nicht. Dein Job ist aber nicht zu wissen, dein Job ist zu laufen. Das Zentrum hat schon genug Stress mit dem ganzen Wirbel rund um Takla. Tu dir selbst und uns einen Gefallen. Ich noch mehr Stress. Ja, oder willst du Simone erklären? Ja, tu ich auch nicht. Direkt wieder verbraut hast. Kann mir mal am Arsch vorbeigehen. Was ist denn mit deinem Job? Ja, aber das machst du ganz ehrlich. Du hast dir doch vorgenommen, den ganzen Scheiß vom letzten Jahr hinter dir zu lassen und einen Neuanfang zu starten. Richtig? Ja. Dann tu es auch. Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt dafür. Dann halt. Wir von diesem Geist noch zwei jetzt, weil eins haben wir nach vorne ausgeliehen. Dann hier ganz viele Taus. Und bei Taus dann noch nehmen wir Taus mit, ne? Ja. Mein Opa war gerade da, das war gar nicht so. Oh Gott, habe ich mich da erschrocken. Drei Tage wollte ich wegfahren. In Ruhe mit Annabelle bei ihrem Vater sein. Entspannen. In dem Wissen darum. Wie kannst du mich so erschrecken? Was ist hier bitte passiert? Ja, habe ich mitgekriegt. Ich habe den ja angezogen, mein Hund. Du bist nur bloß überhaupt. Meine Oma hat mir gerade Witz geschickt und wo ist es jetzt kaputt? Mein Cousin wohnt unten im Haus bei uns. Also, die wohnt bei uns mit dem Haus. Ich wollte mal was gucken. Ja, meine Mutter hat nämlich bei der Osteopathie einen Termin für mich gemacht, aber wandern. Ja.
für nächste Woche. Ui, meine Eltern haben am 21. Jahrestag. Oh. No. Hä, was? Oh nee! Ich dachte gerade so, warum steht mein Name da drin? Warum steht der Name da drin? Komisch. Warte. Laura Klassenfahrtüberweisung, Laura Schubs. Da fahren wir in den Schubs. Wir fahren am 14. in den Schubs. Woher? Warum weiß ich das nicht? Ich gucke. Ich gucke, ich würde. 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 Ich Ich soll ich das mal nachholen mit Süßigkeiten? Ja, dann kommt er nicht hin und muss erst mal Süßigkeiten überraschen. Ich hatte auch mit der Kette für mich und irgendwie. Du hast noch nicht was genau. Ah, kalt. Aber. Ja, das ist egal. Okay. Mit der Ach, mal ganz ehrlich, ne? Mein Vater sagt, sie ist schon mit Klamotten nicht auf dem Boden. Also, wenn man jetzt mal zeigen, was er macht. Ja, er ist kein besseres Vorbild. Aber die Mutter, genauso wie ich. Das war ein altes. Ich muss mir jetzt schon mal überlegen, was ich zum Mittag machen möchte. Was soll ich mein Hund jetzt? Nee, das Regal kommt jetzt einfach. Ich stelle es jetzt einfach wirklich hier. Wir lassen es. Heute wird übrigens schon mein altes Bett abgeholt. Ich habe schon was rausbekommen. Aber die muss halt ohne Matratze. Deshalb, ja, die Matratze, die unter meinem Bett ist, raus. Wird auf dem Sperrmüll gemacht, hat Mama gesagt. Und wir behalten die dicke Matratze als Gästematratze, weil die ist noch besser, weil wenn die auf dem Fußboden liegt. Wir haben jetzt kein einziges normales Bett mehr. Wir haben jetzt alles so hoch, das ist egal. Genau. Jetzt darf ich, das Ding ist, jetzt darf ich mein ganzes Bett abräumen. Weil, schaut mal. So, die Schuhe ist sehr gut. Geht eigentlich nicht. Aber die ist cool, was ist TikTok? Nee, du will man kommen, du bin was zu garantieren. Von dem, wenn du zwei siehst, dann zählt er lieber mal. Ich bin
sie eine kurze Hose. Meine Mutter würde mir das schon so lassen. Liegst du da unten? Er mag den Teppich, glaube ich. Mama, Buddy mag meinen Teppich. Ja. Und Hector liegt im Bett, ne? Der König aller Könige. Ja, ja, ja. Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen bei einem neuen Video von uns. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen meine Morgenroutine. Als erstes hat mich meine Mutter geweckt. So vor 5 Minuten oder früher, keine Ahnung. Wartet. Ja, so vor einer Viertelstunde. Dann habe ich mit Freunden geschrieben. Sie hat die Rollos hochgemacht. Und jetzt liege ich in meinem Bett halt und zeige euch ein bisschen meine Morgenroutine. Ja, genau.
Als erstes stehe ich auf, gehe mal auf Toilette. Deshalb gehe ich jetzt einmal auf Toilette. Danach komme ich wieder und zeige euch, was ich heute anziehe. Ja, genau, das versuche ich ein bisschen cool irgendwie. Keine Ahnung, ich suche mir dann Klamotten raus und zeige euch, was ich heute anziehe. Und dann seht ihr weiter. Bis gleich. Auf jeden Fall ziehe ich auf so meine Socken. Ein schwarzer Hoodie. Und eine blaue Skinny Jeans. Und ja, das mache ich einmal. Ich habe mich jetzt doch umentschieden und ein anderes T-Shirt angezogen, und zwar das. Das ist jetzt erstmal mein Outfit so. Genau, und später ziehe ich halt noch den Hoodie dann an. Ich werde jetzt mir erstmal kurz meine Haare machen. Ich glaube, ich mache mir einen Zopf. Ich habe mir jetzt einen Zopf gemacht. Ja, jetzt mache ich kurz einen Outfit-Check. Das T-Shirt ist von H&M, die Hose ist von H&M und die Socken sind auch von H&M. Genau, jetzt gehe ich noch meine Brille putzen und dann setze ich die kurz auf. So, meine Brille ist von Apollo. So. Genau, das war mein Outfit-Check. Ja, jetzt ist es schon 12.10 Uhr. Ich gehe jetzt Mittagessen und zeige euch dann auch, was es heute gibt. Auch wenn ich noch kein Frühstück gegessen habe, ich bin erst um 11:30 aufgestanden, deshalb, ja, esse ich gleich Mittag. Und ja. Also es gibt Zucchini Fleischwurstpfanne mit Reis. Und das mache ich mir einmal vorab. Ich mag keine Zucchini, deshalb werde ich die rausnehmen, aber es ist ja noch Paprika drin. Oder Tomate. Ich glaube Paprika. Und Tomate? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich mir das jetzt erstmal. Ich habe eine Kinderschale genommen. Das ist jetzt mein Essen. Zucchini ist keine drin. Ich nehme mir jetzt eine Gabel. Und einen Löffel. Ich glaube, ich nehme ein kleines Besteck. Zack. Cute, die Tische sind. Ja. Jetzt gehe ich in mein Zimmer. Genau. Ich stelle es da hin, mache die Tür zu. So. Jetzt mache ich nämlich erstmal mein Bett. Das kann man eigentlich ausklappen, aber ich habe immer so. Ja, keine Ahnung. Jetzt mache ich schnell mein Bett. Tada. Jetzt esse ich und nebenbei gucke ich Netflix, glaube ich, und ja. So, es war sehr lecker. Ich habe jetzt nebenbei ihr Vlog geguckt, statt Netflix. Und so sieht gerade mein Zimmer aus. Das ist eigentlich nur Wäsche und so. Und das räume ich einmal schnell auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist es wieder aufgeräumter. Da liegt jetzt mein Hoodie. Jetzt bringe ich das einmal weg. So, ich habe meine Mutter jetzt was gefragt. Und zwar gehe ich jetzt Rollschuh fahren. Yay! Ich ziehe mir jetzt mein Hoodie über. So. Jetzt habe ich meinen schönen Hoodie an. Ich ziehe mir jetzt Rollschuhe an und dann fahre ich los. So, ich bin jetzt auf Rollschuhen. Ich fahre jetzt einmal um den Block. Ihr seht das in Schnelldurchlauf ein bisschen mit. We'll be right back.
Fernseher. Ja, ich gucke jetzt Fernseher. Wie spät ist denn das? Okay, dann gucke ich jetzt bis 1, ein bisschen mein Handy und dann bis 1:30 halt Fernseher. Ja. Ich bin jetzt in der Mitte, also es ist jetzt 1:50 und ich bin